Ups, da bin ich in der Steueroase. Wissen Sie, manchmal habe ich einfach keine Lust mehr. Da will ich was anderes machen. Da möchte ich einen neuen Job anfangen, mich verwandeln, eine neue Karriere einschlagen. Vielleicht als Berater. Dann berate ich Sie und sage Ihnen, wie Sie richtig reich werden. Hier, Sie zum Beispiel, zweite Reihe. Wie heißen Sie mit Vornamen? Ja. Rainer. Rainer, was machen Sie beruflich? Selbstständig. Schlechter Beruf. Schulen Sie um. Machen Sie was mit Perspektive. Werden Sie Financial Engineer, Finanzingenieur. Sie strukturieren Finanzprodukte und Sie strukturieren ein tolles, neues Finanzprodukt, das ganz breit aufgestellt ist, das auf drei Anlageklassen wettet, auf eine positive Wertentwicklung von Bier und Kartoffelchips, eine dadurch sich ausbreitende bierselige Untreue und dadurch eine verstärkte Nachfrage nach Single-Wohnungen. Es wettet also auf drei Anlageklassen, auf Fressen, Saufen und... Daher auch der Name Ihres neuen Finanzprodukts, Triple Fun Anleihe. Und wenn ich das so ein bisschen gestisch darstelle, Triple Fun Anleihe, dann liegt das daran, dass ich BWL an einer Waldorf-Universität studiert habe. Und jetzt Finanzprodukte tanzen kann. So, um sicherzustellen, dass Ihre Triple Fun Anleihe funktioniert, gründen Sie ein Puff, Rainer. Das Innovative an Ihrem Puff, alles umsonst. Das Bier, die Kartoffelchips, die Damen. Daher auch der Name Ihres Produktes, Easy Fuck. So, Sie dürfen allerdings nur verheiratete Männer rein, die unterschreiben müssen, dass Sie einer Zweitverwertung Ihrer Aktivitäten zustimmen. Und dann schicken Sie einen Link mit der Aktivität des betreffenden Mannes, mit einem Video davon, an die Gattin des betreffenden Mannes. Zusammen mit einem Link zu der ebenfalls von Ihnen neu gegründeten Scheidungskanzlei mit dem schönen Namen 1, 2, 3, frei! Und die vermittelt sowohl die Scheidung als auch neue Wohnungen aus dem Immobilienbestand ihrer ebenfalls neu gegründeten Immobilienfirma mit Sitz in Dresden und dem schönen Namen Zweiraum Traum. So, alles klar, alles neu, alles wunderbar. Und um sicherzustellen, dass das Ganze auch richtig abgeht, verkaufen Sie Ihre Firma, die Rechte daran, an Ihren Schwager in den, ich tanze was ganz, ganz Flaches, Niederlanden, genau. So, jetzt zwei Konsequenzen. Erste Konsequenz, ab jetzt tragen alle Nutten orange Trikots. Das heizt den Umsatz nochmal an, weil alle Deutschen heimlich davon träumen, Holland mal so richtig. Und Konsequenz Nummer zwei, Niederlande, Niedrigsteuerland, keine Steuern mehr, mehr Fun, mehr Perspektiven. Sie strukturieren das Produkt nochmal um und verkaufen es unter einem neuen Namen nach dem neuen italienischen Vorstandsvorsitzenden BBO, Bunga Bunga Obligationen. Und die Bunga Bunga Obligationen verkaufen sich wie geschnitten Brot. Die Leute sind wild, sie schlagen sie tot, sie wollen sie alle haben, bis dann eines Tages die Nutten keine Lust mehr haben, weil sie in orangen Trikots immer mit der Stadtreinigung verwechselt werden. Und auf dem Weg zur Arbeit, zur Weg den Park haken müssen und dann bricht ihr Produkt zusammen. Aber es stellt sich komischerweise raus, dass alle Schulden bei zypriotischen Großbanken lagern, die aus irgendeinem Grunde das alles mit einem Discount an russische Oligarchen verkauft haben und die jetzt systemrelevant sind und gerettet werden müssen mit Geldern des IWF und der EZB. Und wessen Geld ist das dann? Nein, das ist nicht Ihr Geld. Also jetzt seien Sie mal nicht überoptimistisch, so viel haben Sie gar nicht. Nein, das ist auch nicht das Geld Ihrer Kinder, das ist das Geld Ihrer Ur-Ur-Urenkel. Ja, und wenn die Bevölkerungsentwicklung hier weiter so läuft, wie Thilo Sarrazin sich das wünscht, ist das sowieso ein türkisches Problem.